Herzlich willkommen zu noch einer Folge Fischkopf TV. Hier ist der Fischkopf. Wir spielen heute Arena bei Hearthstone. So läuft's nämlich. Es steht 1:1 und das ist weniger cool. Aber es gibt ja auch andere Sachen, die sind noch weniger cool. Wie zum Beispiel, wenn du gerade unterwegs bist mit dem Fahrrad und du bist an dem Punkt angelangt, wo du am weitesten weg bist von zu Hause und da kriegst du einen Platten. Scheiße, oder? Total uncool. Ich meine, gut, wenn du dann noch in der Stadt bist, wo es öffentliche gibt, aber wenn du gerade eine Landfahrt machst, ne, über Landfahrt, dann ist Kacke Arsch. Dann kannst du schön schieben, mein Freund. Aber gibt's ja auch kein Fahrrad-ADAC oder so. Ach man, dieses Deck, ich finde das nicht so geil. Ich finde es einfach nicht so geil. Viele teure Sachen dabei, optimal ist es nicht. Ach, ich müsste einfach, ich würde wahnsinnig gerne einfach den ganzen Tag lang nur Arena spielen. Das wäre mal richtig geil. Da möchte ich mal hinkommen. Das ist mein Ziel. Irgendwann einfach so viel Gold, dass man ständig immer wieder Arena spielen kann. Das wäre so richtig cool. So, wir fangen an. Das bedeutet, wir spielen hier mal schön erstmal die Grußkarte aus. Hallöchen. Und dann spielen wir die beiden hier aus. Und dann schauen wir mal, was passiert. An sich eine super Kombi für den Anfang, wie ich finde. Ich spiele wahnsinnig gerne zwei Diener aus in der ersten Runde. Das machen ja auch die wenigsten, ne? Und dann schauen wir mal, ob wir hier an dieser Stelle morgen 2-1 holen können. Was ist denn jetzt los? Ach, die kostet natürlich nur 1, ne? Das finde ich jetzt überhaupt nicht cool. Das heißt, er könnte noch was machen. Tut er aber nicht. So, dann spielen wir noch mal den hier. Und gucken, was passiert. Schon wieder der Scheiß-Bug. Ich glaube, das liegt an der Tante mit dem Gottesschild. Das hatten wir in der letzten Folge auch schon. Erinnert ihr euch? Ich erinnere mich daran sehr gut. Und ich prangere es auch an. Ja, das mache ich auch die wenigsten, ne? Man sollte mehr anprangern auf der Welt. Ich würde den jetzt tatsächlich ignorieren. Und direkt auf sein Gesicht gehen. Und darauf hoffen, dass er da nichts parat hat. Was uns jetzt kaputt macht, was den jetzt zum Beispiel irgendwie bufft. Vielleicht gibt er ihm irgendwie Spott oder so. Oha! Oha! Ultra starke Karte, wie ich finde. Ich persönlich spiele sie sehr, sehr gerne. Ja gut, ja gut. Also ich würde jetzt an dieser Stelle das hier spielen. Und ich würde tatsächlich alle meine Diener opfern. Na gut, der wird überleben, ne? Hans-Joachim. Der wird überleben. Alle anderen gehen bar. Ach nee! Ach ja doch. Ja, ja klar. Ja, ja klar. Sie überlebt auch. Okay, dann machen wir das so. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Wir machen das so. Und da springt sie wieder zurück. Ich glaube, das war ihre Ursprungs... Oh, jetzt springt sie wieder zurück. Ist doch kacke, Alter. So, jetzt machen wir das mal so. Alles ist günstiger geworden. Sie macht jetzt mittlerweile 3 Schaden. Und ich meine, mal gucken, ne? Was macht er jetzt? Ja, nur weil wir jetzt diese Wölfe da weggehauen haben, heißt es ja nicht, dass wir unbedingt in einer sehr, sehr rosigen Situation uns befinden. Wir haben zwar noch Board Control. Er hat allerdings viel mehr Karten. Und ich werde gleich wieder so viele Karten ausspielen. Naja, zumindest die hier... Ach, scheiße. Die kann er jetzt schon... Die kostet nur 3, oder was? Die kostet nur 3, Alter. Ja, das ist nicht cool. Das ist uncool. Aber jetzt hat er sie alle ausgespielt, ne? Jetzt hat er jetzt ziemlich viel Shit hier ausgespielt. Den Manipulator spielen wir natürlich nicht. Aber die würde ich gerne... Das geht nicht. Schade, schade, schade. Ich habe nicht gesagt. Was? Oh, jetzt habe ich mich verrechnet. Ach, du Kacke. Alter. Wie konnte ich mich denn jetzt verrechnen? Hatte ich eben... Ah, au. Oha. Ja, das mit dem Rechnen üben wir nochmal. Ich hatte, glaube ich, die 3 hier im Kopf. Aber wir brauchen jetzt natürlich nicht jetzt hier irgendwie so ein dummes Totem kopieren. Und das Ding brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht kopieren. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Ja, schade. Dann verabschieden wir uns mal jetzt von dem Portal hier. Sollte es stehen bleiben... Freuen wir uns natürlich sehr, sehr, sehr. Das glaube ich allerdings nicht. Der hätte eigentlich wie viel gekostet? Kann ich jetzt nicht sehen, aber das macht 2 billiger. Das heißt, der hätte 6 gekostet. Das heißt, den hätten wir eh spielen können. Oh nein. Okay, scheiße. Und das hier ist eine sehr, sehr starke Karte vom Schaman, wie ich finde. Die gehört in jedes Schaman-Deck. Aber ja, bei uns ist jetzt hier ein bisschen kacke Arsch. Soll ich jetzt den hier spielen oder den mit Sport? Den mit Sport, ne? Und Gottes Schild. Und Gottes Schild. Dalada.
Schauen wir mal. Es ist jetzt bisher nicht so gut gelaufen und... Ach, ich wollte gerade sagen, die Musik ist aus, aber da ist sie wieder. Das heißt, wir müssen hier nochmal... Steinchen werfen. Hört mal ganz genau hin. Man hört dann immer, ob entweder der Stein irgendwo einfach nur gegen die Wand fällt oder jemanden trifft. Frage mich. Warte. Schon wieder nicht. Warte. Immer noch nicht. Ich weiß, ich sollte mich eigentlich aufs Spiel konzentrieren. Immer noch nicht. Mann, was ist denn da los? Egal. Wir müssen uns mal echt mal konzentrieren jetzt hier. Oh, und da kriegen alle seine Turbulenz viel mehr Leben. Und ich habe gerade noch zu Jorle gesagt, das ist eigentlich eine unnötige Karte. Und jetzt haben wir hier den Salat. Jetzt haben wir hier den salatigen Salat. Das ist nicht cool. Okay. Wie gehen wir da jetzt vor? Also den können wir damit töten, das ist klar. Aber was dann? Spielen wir dann den Ogre? Kopieren wir uns hier die Karte, die Karten zieht? Das finde ich eigentlich mal ganz cool. Okay, das machen wir jetzt schon mal auf jeden Fall. Ne? Sein Sport weg. So. So. Jetzt würde ich wahnsinnig gerne noch was von ihm kaputt machen. Jetzt könnten wir hiermit nicht. Er hat so viel, unglaublich viel Leben. Also entweder Ogre. Oder wir holen uns den hier. Und dann haben wir auf jeden Fall einen Kartenvorteil. So viele Möglichkeiten. Weil wir hier auch noch einen Spot stehen haben, ne? Und dann können wir nochmal eine Karte ziehen. Oder die hier spielen. Ich würde sagen, die hier spielen. Ja, das finde ich irgendwie cool. Auch wenn man den Manipulator für was Höheres vielleicht nehmen sollte. Ich finde diese Kombination eigentlich ganz cool. Weil jetzt Karten kriegen, finde ich geil. Und ich meine, was muss er jetzt machen? Er müsste jetzt, dienermäßig, müsste er 3 Diener aufopfern. Das wird er nicht tun. Er braucht diese Diener. Das heißt, er hat aber irgendeine tolle Karte, mit der er diesen grandiosen Spott hier zumindest ein bisschen ankratzen kann. Und da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt. Ach, verdammt! Okay, damit hätte ich rechnen sollen. Damit hätte ich rechnen müssen. Oh nein. Oh nein. Ach, verdammt. Kostet nur 3, ne? Das ist auch scheiße. Immerhin ist ein Sport, aber... Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Na, was kommt jetzt? Na, komm schon, Digga. Windzorn? Jetzt greift er zweimal damit an und... Ach, verdammt. Okay, das war jetzt sehr, sehr ärgerlich. Jetzt habe ich Manipulator quasi umsonst ausgegeben und jetzt holt er sich noch einen Spott raus. Okay, das war nicht so schlau von mir. Aber was hätte ich anderes machen sollen? Hätte ich doch den Ogre spielen sollen oder was? Tja, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wir könnten mit dieser Karte und der Karte den da zerstören. Und dann hätten wir noch 6 über, könnten den Ogre spielen. Wahlweise könnten wir auch den Ogre spielen. Oh, nee, das ist schon the way to go hier. Zack. Können wir jetzt ganz langsam nur... Ganz langsam uns rantasten quasi. Mal gucken, ob das jetzt irgendwie schlau war. Ist ja nicht so, als wenn ihm jetzt die Karten ausgehen würden, ne? Jetzt ist die Musik schon wieder alle. Ist sie jetzt richtig alle? Oder setzt sie jetzt gleich wieder ein? Ah, da ist sie wieder. Hallo. Hallöchen. Oh Mann, dann kriegt er schon wieder einen Spott. Das ist doch nicht wahr. So ein Glücki, ey. Scheiße. Kacke Arsch mit der Sumpfsalat-Sache hier. Dass er jetzt auch die ganze Zeit Karten zieht, mit seinem scheiß Kartenzieh-Totem, geht mir auch total auf den Sack, du. Kapitän Kackauge. Also gleich spielen wir natürlich hier so einen Flammenwichtel, aber das ist natürlich der Cross 1. Wir müssen dann natürlich noch andere geile Sachen spielen. Ach du Scheiße. Oh je. Oh je. Was hat ihm das jetzt? 2 Überladungen, naja.
Naja. Und der hat auch noch Windzorn jetzt. Wieso spielt er denn hier hin und nicht dahin? Vielleicht ist es ja nur der Bug, ne? Wer weiß das schon? Das weiß auch einfach keiner. Der hat auch noch Windzorn. Ah! Okay, sehr uncool. Ich muss jetzt diese Karte aufwenden, um den hier zu töten. Sonst haben wir ein Problem. Und dann nehmen wir den hier raus aus dem Spiel. Mit dieser Karte. Das heißt, wir geben insgesamt 5 aus, haben dann noch 4. Das heißt, wir könnten hier mal eine Karte ziehen. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal eins nach dem anderen. Der geht erstmal weg. Dann nehmen wir den hier raus. So. Dann spielen wir den Imp. Ach so, dann können wir auch mal den Succubus nicht mehr spielen, ne? Dann können wir den Succubus nicht mehr spielen. Aber das machen wir, das ist jetzt nicht so schlimm. Hauen den jetzt raus. Können wir jetzt hier nicht drücken? Doch. Okay. So. Jetzt bin ich mal wieder gespannt, was passiert. Jetzt konnten wir so ein bisschen aufräumen, aber er ist immer noch im harten Vorteil, Freunde. Ich meine, selbst aus dieser Situation heraus könnte er jetzt mit dem Windzorn erstmal in mein Gesicht gehen und dann noch den Wichtel töten. Und für ihn wäre das ganz gut. Wenn er das tut, hat auch noch sein komisches Totem. Auch nochmal +2. Na, habe ich es richtig vorausgesagt? Ne, er geht sogar direkt auf mein Gesicht. Er geht sogar direkt auf mein Gesicht. Zweimal. Oh oh. Ich bin bereit zu. Ja, okay. Das ist ein GG. Da kann ich jetzt nichts dagegen machen. Ich könnte den so leicht pimpen. Warte mal, wenn ich den jetzt nicht wegkriege, und das kriege ich ja auch nicht, dann hat er Potenzial 6, 10, 11. Oh, GG, ne? Ich frage mich, ob... GG! Ich konnte nichts machen. Ich könnte hier noch... Ich meine, weil ich ja eh verloren habe, ne? Ah ja, pass mal auf. Pass mal auf. Was können wir machen? Sowas. Und jetzt hat er noch 3 plus 4 sind 7, 8. Okay, hat er immer noch gewonnen. Ach ja. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Das war's. Ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Er hat sowieso gewonnen, weil er ja Windzorn mit 4 hat. Steht's jetzt echt schon wieder 1 zu 2? Das kann echt nicht die Möglichkeit sein. Das kann auch nicht wahr sein. Und Hunger kriege ich jetzt auch noch. Und wenn ich Hunger habe, dann bin ich noch saurer. Mann, ey! Wie machen die das denn einmal alle, die immer alle ständig gewinnen? Und nie verlieren? Das kann doch nicht die Möglichkeit sein. Als nächstes muss ich dringend mal mit dem Paladin spielen. Oder der Tommelbombel muss ich mal wieder blicken lassen. Das kann ja wohl nicht angehen. Das ist ja wohl nicht wahr. Da kriege ich einen Wuthut auf. Und der sieht scheiße aus. Der ist so ein Leopardenmuster. Weißt du, mit grün und neongelb. Meine Fresse, du. Hau weg mit euch Nacken hier. Euch will ich nicht sehen. Bin ich jetzt doch Zweiter? Oder? Ich bin Zweiter, ne? Geil. Okay, das sieht zumindest ein bisschen nach was aus hier. Könnte ein okayer Start sein. Scheiße nur, dass der Succubus hier eine Karte abwirft. Wenn ich das richtig rechne, dann wird es das Beschwörungsportal sein. Wir beginnen mit Blutwichtel und der Agentumknappender. Ich wollte Kommandantin sagen, aber das stimmt ja gar nicht. Agentumknappin. Oh, die übt noch, ne? Die übt noch. So, das heißt, den hier raus, dann die beiden und dann sind noch die beiden da und dann würde ich im nächsten Zug den Succubus spielen, dann wäre das Portal weg. Oder wahlweise die Karte, die wir dann kriegen. Schauen wir uns mal an. Erstmal Hallo sagen, wie die Höflichkeit das so möchte und verlangt. So, jetzt tauschen die wahrscheinlich wieder. Nein. Diesmal nicht gewagt. Der droht mir. So ein Arsch. Ich erst voll nett, weißt du, von Anfang an. Der heißt Lucky Loser, finde ich geil. Hello, Lucky Loser. How is it going? How is it hanging, my friend? Oh, ich habe hier einen Kartenbug. Das finde ich nicht gut.
Das finde ich nicht gut. Okay. Ist es Zeit für einen Succubus? Ja, ne? Da ist auch die Chance, dass wir den hier verlieren. Das wäre nicht so schlimm. Bitte, 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 bitte. Nein! Ärgerlich! Ist nicht so schlimm. Hä, wo haben wir denn jetzt hier den Faceless Manipulator? Der lag irgendwo dahinter wahrscheinlich gerade, ne? Aber es ist nicht so schlimm. Was spielt er jetzt? Kann er jetzt ganz viel Schaden machen? Das finde ich sehr, sehr ärgerlich. Ja. Hallo, Tante. Ach, die hat auch ein Schild. Oh, nicht gut, du. Nicht gut, du. Jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt genau? Wir könnten... Ich mach das jetzt hier, weil wir könnten diese Karte kriegen, mit der wir einen Schaden machen. Ah, tun Leute nicht. Aber hey! Ah, shit. Ja, okay. Nicht gut gelaufen. Wir machen es so. Wir machen das Schild weg. Und dann... gehen wir auf sein Gesicht. Und haben hier nochmal Leben dazugekriegt. So. Ja, ich glaube, das ist ganz gut gelaufen. Weil ich hätte jetzt natürlich mit der Succubus auch da drauf gehen können. Was denn jetzt? Ach, scheiße, er macht meine Verstohlenheit kaputt. Oh, das finde ich nicht gut. Dann geht er jetzt auf... Ja, das prangere ich jetzt natürlich an, ne? Was soll ich sagen? So, klar. Ich könnte jetzt angreifen mit ihr hier. Ah, ne, dann stirbt die. Okay, ich habe jetzt gesagt. Das hätte ich wahrscheinlich auch tun, so. Das ärgert mich jetzt natürlich immer noch, dass er jetzt... mein Imp kaputt gehauen hat. Wie gehen wir vor? Spielen wir den Yeti oder spielen wir Blutsonsraptor? Ich würde sagen Yeti. Oder hier mehr mit zu kämpfen. Na, na. Zack. Und die haben beide 5 Leben. Da kann er, ich meine, was macht sein Multishot? Tötet der 2 Diener oder macht er an 2 Dienern 3 Schaden? Ich glaube, zweiteres, letzteres. Oh, 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 oh. Was kommt jetzt? Ach, verdammt. Weil das Scheißviech hier ein Wildtier ist, ne? Ja, verdammt. Und noch ein fucking Geheimnis. Was macht das? Tötet das mich, wenn ich ihn angreife oder wenn ich sein Viech angreife? Oh, 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 oh. Wir testen das auf sein Viech. Okay, das finde ich schon mal gut. Und jetzt natürlich die Frage, was passiert, wenn ich jetzt jemanden ausspiele? Kopiert er den? Macht er dann irgendwas? Oder erst, wenn ich auf sein Gesicht gehe? Deswegen würde ich jetzt gerne was nicht so hohes spielen. Und zwar das hier. Okay, es ist nichts passiert, dann spielen wir auch noch einen Raptor. Okay, ach, das war jetzt auch nicht so schlau. Verdammt! Weil jetzt, wenn das so ein Ding ist, was meine Diener alle tötet oder ihnen Schaden zufügt, dann war das jetzt ein sehr, sehr unschlauer Move. Und auf den kann ich nicht gehen. Ach, verdammt. Das war ein Fehler. Ja, in der Tat. So, jetzt nehme ich hier den Schwächsten. Vielleicht wird nur der getötet. Angreifen stattdessen und zufälligen anderen. Oh nein! Ah, verdammt. Alter. So, ich werde jetzt einen ganz krassen Move machen. Ich werde jetzt einmal angreifen. Und dann würde ich ihn zurückholen. Aber erstmal gucken wir noch, was wir hier kriegen. Alles klar. Kein Problem für mich. Wir holen dich zurück, lieber Yeti. Und wollen wir das mit dem Bomber jetzt mal riskieren? Das könnte natürlich heißen, dass jetzt der Braumeister hops geht, aber das macht nichts. Ich spiele einfach so wahnsinnig gerne den Bomber. Und schon hat er 3 Leben verloren und kann den lustigen Braumeister nicht direkt töten. Und das möchten wir. Also er kann ihn töten, aber dann tradet er ihn weg. Genauso das gleiche mit dem Bomber. Das heißt, es war ein sehr guter Move. Ah, shit. Jetzt holt er hier seinen Schrott raus. Was macht das hier an Schaden? 4. Das macht 4 Schaden und legt auch keine Karte ab. Das finden wir sehr gut. Das finden wir sehr, 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 sehr gut. Dann haben wir auch noch 4 und können den Yeti wieder ausspielen. Ist das geil? Oder wahlweise spielen wir den Manipulator, holen uns den Spot. Aber dann können wir den nicht mehr töten. Und das würde ich schon gerne tun noch. Oh doch, wir können ihn töten, aber dann müssen wir ihn traden. Und dann ist der Spot in der nächsten Runde von dem lustigen Tiger hier getötet worden. Das heißt, den bewahren wir uns auf für was Krasseres. Spielen das hier und den Yeti. Was macht das? 4 Schaden, ne? Was habe ich gesagt? Jo. Zack.
Und zack. Und zack. Und zack. Okay. Okay. Im Moment ist doch alles gut. So, wenn ich den spiele, fügt er allen anderen Charakteren einen Schaden zu. Das wird spannend. Das wird spannend. Ich würde jetzt hier die Hyäne, glaube ich, gleich mal zum Schweigen bringen. Wenn ein anderes Wildtier stirbt oder ein befreundetes Wildtier stirbt. Nicht, dass ich jetzt Wildtiere hätte, aber ich weiß, ne? So, jetzt könnte ich eigentlich schon den Hannes hier spielen, ne? Das würde auf jeden Fall zwei Leute töten. Und ihm hier ein Leben wegnehmen. Allerdings, wenn der jetzt stirbt, wird der ja gebufft. Dann lass ihn uns doch. So, ja, ich überlege noch, Freunde. Wir könnten ihn zum Schweigen bringen. Und dann Hans-Joachim spielen. Und dann töten wir die hier noch. Oder? Ist das jetzt total dumm von mir? Ich finde das aber eigentlich ganz geil. Da haben wir einen 6-6er auf dem Board noch. So, fügt halt allen einen Schaden zu. Das macht mir aber überhaupt nichts aus. Okay, dann bringen wir den jetzt. Ah, warte, falsch rum. Haha, das war knapp. Zack. Hui. Jetzt wird er zwar stärker, aber. Swing. Und tschüss. So. Board Control. An Major Tom. Hä? Okay, der gefällt mir jetzt auch überhaupt nicht. Er geht jetzt auf mich. Das war jetzt nicht so. Oh, ich habe noch 7 Leben, sehe ich gerade. Ha! Okay, wollen wir uns mal den Ogre manipulaten und dann hier ihn töten? Wäre das ein Plan? Ich finde schon. Kann ich die alle spielen? Yes! Okay, dann machen wir das jetzt auch. Sowas. Sowas. Und das sowas. Kann ich nicht tun. Wie? Ach so, nein, falsche Reihenfolge, verdammt! Oh, ich hab's eben noch gedacht. Ich muss die erst ausspielen und dann den anderen. Alter, bin ich jetzt sauer. Alter, bin ich jetzt sauer. Zack. Ja, das muss ich jetzt wieder tun, weil ich habe Angst, dass er mir noch irgendwas antut. Jetzt noch eine Karte ziehen wäre, glaube ich, nicht so schlau. Soll ich jetzt Danke sagen? Meint ihr das ernst? Okay, jetzt konnten wir den noch spielen, was eigentlich ganz gut ist. Wenn er mir jetzt nicht gerade 5 Schaden machen kann. Und wenn er jetzt auch noch dazu... Oh nein! Oh nein! Nein, jetzt kann er mich töten! Ach, verdammte Scheiße! Ah! Ah! Damit kann aber keiner rechnen mit dieser Karte, die mir jetzt noch 3 Schaden macht. Dann hätte ich jetzt nicht diesen letzten Helden... Quatsch gemacht hier, der mir 2 Schaden macht. Ich kann schon nicht mehr reden. Ach, dann hätten wir noch und dann, oh, oh, oh Gott. Oh, war das mal wieder eine Kackrunde, du. Ach, es ist unglaublich. Es ist unglaublich, aber wenn ihr euch das angucken wollt, sehr gerne. Ich mache auch weiter, ne? Ich hab hier noch ein bisschen Kohle. Ich kann jetzt mindestens eine Runde noch spielen und dann können wir auch immer noch Quests lösen und dann nochmal spielen. Also, ich spiele das gerne weiter, ja? Und ich sag's euch nochmal, wenn ich nicht aufnehme, bin ich besser. Dann bin ich besser. Es tut mir leid, dass ich das nicht kombinieren kann. Es tut mir im Herzen leid. Es tut mir auch weh. Aber immerhin kann ich dann jetzt gleich mal was essen. Das ist ja auch ganz gut, ne? Ah, guck mal, Kohle! Können wir direkt nochmal 2 Runden spielen. Geil! Und jetzt ziehen wir natürlich hier nochmal eine Legendary. Habe ich schon. Ja, habe ich schon. Was jetzt? Ach, den habe ich glaube ich auch schon. Episch. Oh, ein Geheimnis. Die spiele ich ja sehr gerne. Wenn ein Feind ein Zauber auf einen Diener wirkt, ruft ihr einen Diener 1-3 als neues Ziel herbei. Und den hatte ich auch schon. Ärgerlich, aber immerhin haben wir Kohle gekriegt. Das ist das Allerwichtigste. Das heißt, wir können ungestört 2 Runden spielen. Es kann auch sein, dass ich eine Runde für mich ganz privat spielen werde. Das müsst ihr mir bitte gewähren. Ja, dieses kleine Erlebnis, was ich mir doch sehr gerne mal rausnehme zwischendurch. Hier haben wir überzählige Karten. Die können wir mal raushauen. Welche waren es denn?
Weiß ich jetzt nicht. Ist auch egal. Entzaubern. Jetzt haben wir hier 95 mit noch 5. Dann können wir uns irgendeine, naja, einigermaßen okay Karte holen. Ich möchte auch direkt mal gucken, was der Verteidiger von Argus kostet. Wo ist er denn? Hier. Der kostet. Klick mit rechter Maustaste. Okay. Der kostet nur 100. Ja, sehr gut. Dann können wir uns einen zweiten davon holen. Ich habe nämlich nur einen. Und der ist doch sehr, sehr, sehr stark. Den würde ich gerne noch in ein, zwei meiner Decks tun. In der nächsten Folge kann es sein, dass ich euch erstmal mein neues Paladin-Deck zeige, was ich nur so als schnell mal eben Fun-Deck gebaut habe und wie gesagt doch sehr weit damit gekommen bin. Das macht sehr viel Laune, das zu spielen. Das zeige ich euch dann beim nächsten Mal. Ich werde euch mal hier eine kleine Vorschau gönnen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank, liebe Leute, fürs Zuschauen. Es hat mir mal wieder sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich mal wieder viel zu viel verloren habe. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, der Fischkopf loost up bei Hearthstone. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Fischkopf und tschüss.